Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 16. Dezember 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 746 und ja, mit ein bisschen Glück die ganze Folge durch mit Stimme. Ich habe heute die folgenden Themen mit dabei. Tesla überholt, Windows 10 Mobile, ÖPNV, Amazon und Apple, Grippe und Xbox Series X. Ich beginne mit Tesla, die überholen. Und das ist in der Schweiz so. Im Verlauf des Jahres, also seit Anfang des Jahres, wurden 10.329 neue Elektroautos auf unseren Straßen zugelassen. Und wer hätte das gedacht? Also viele Tesla-Gegner zumindest nicht. Sie haben es geschafft. Alfa Romeo, Honda, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Mini, Mitsubishi, Nissan, Smart und Subaru zu überholen. Alle Marken insgesamt haben weniger Autos neu eingelöst als Tesla in den vergangenen, ja, was haben wir jetzt, 11 Monaten, die schon rüber sind. Das ist natürlich eindrücklich und genial. Mehr als die Hälfte der neuen zugelassenen Elektrofahrzeuge sind nämlich Teslas, die hier in der Schweiz unterwegs sind. Das gefällt mir und freut mich, dass es der E-Car-Pionier es weiterhin schafft, auch weiter Zeichen zu setzen. Bin mal gespannt, wie das dann im nächsten Jahr sein wird, wenn dann irgendwann dann vielleicht auch mal einigermaßen brauchbare andere Modelle auf den Markt kommen. Das war jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, logischerweise. Kommen wir zu Windows 10, und zwar nicht dem normalen Windows 10, sondern dem Windows 10 Mobile. Das hätte ja eigentlich in diesem Monat, also Dezember 2019, auslaufen sollen, also die Updates und Patches und so weiter. Nun hat aber Windows noch ein kleines Update angekündigt, also Windows Microsoft. Und zwar wird per 14. Januar 2020 einen weiteren und letzten Patch ausgespielt. Somit wie bei Windows 7, das Ende von Windows 7 wird eben damit auch Windows 10 Mobile anscheinend gleichzeitig begraben. Hat es jetzt doch schon einige Jahre durchgehalten, aber leider nicht so, wie es hätte sein sollen. Gehen wir weiter zu ÖPNV, Apple Pay Express, ÖPNV-Karten. Das hatten wir vor kurzem schon mal, dass es das jetzt in London geben wird. Und ich dachte, es wäre noch eine zweite Stadt. Ich mag mich aber nicht mehr erinnern. Jetzt wurde neu bekannt, dass das Ganze auch in den New Yorker U-Bahn-Stationen genutzt werden kann. Und es gibt auch schon einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2020. Da kommt Washington mit dazu. Und neben Washington, also den Staaten, kommen auch diverse chinesische Städte mit dazu. Shenzhen, mein Gott, reden. Und diverse kleine, also kleine eben nicht, also diverse weitere Städte in der chinesischen Provinz Guangdong kommen mit dazu. Da geht was. Und ich hoffe natürlich nach wie vor, dass auch wir Deutschland, Schweiz, Österreich bald mal in die Richtung was dazu bekommen werden. Amazon ist ja stetig dazu bemüht, alle Dienste, die es so gibt im Internet, auf ihrem Amazon Echo abzubilden, so auch beim bei Podcasts, und da haben sie jetzt neu mit reingenommen das Apple Podcast Verzeichnis. Das heißt, wer über Apple Podcast oder über das Verzeichnis von Apple Podcast Podcasts hört, kann das in Zukunft auch direkt über Alexa tun. Dazu kurz die ID verknüpfen, wie das genau geht und was für Befehle ihr da aufrufen könnt. Das im Beitrag auf podcatcher.ch zum Nachlesen. Aber vielleicht eine kleine Warnung für all diejenigen, die sich jetzt vielleicht schon zu früh gefreut haben, die das jetzt sofort ausprobieren möchten. Das Ganze funktioniert leider erst in den USA. Ich hoffe für alle, die es nutzen, dass das bald auch nach Deutschland, Österreich und Schweiz kommt, weil ja, wäre schon praktisch, wenn man das nutzen möchte. Weiter geht es mit der Grippe, und zwar nicht genau die oder eben doch die, die den Achim und mich flachgelegt haben. Da interessiert sich jetzt Larry Page. Der hat nämlich mitbekommen, dass die Geek Talk Daily in den letzten zwei Wochen ein bisschen seltener rausgefallen ist und möchte da investieren. Viele, viele Millionen hat er investiert in die Grippeforschung, und das über zwei verschiedene Konzerne oder über zwei verschiedene
Labs und Forschungsgebieten. Und interessanterweise hat er das nicht Google intern gemacht, denn die machen ja eigentlich auch schon relativ viel im Bereich Gesundheit, sammeln da Daten, analysieren etc. Das Ganze hat er extern bei Shoe the Flu und The Flu Lab gemacht, was auch wiederum interessant ist, weshalb er da außerhalb investiert. Aber ja, Diversifikation wird es wahrscheinlich sein. Zu guter Letzt, per Ende letzte Woche wurde sie angekündigt oder gezeigt zumindest, die Xbox Series X, die Nachfolge Xbox von der aktuellen, die ja im nächsten Jahr kommen wird, auf die die schon ganz viele ganz gebannt warten, auch von Spielen her und so weiter. Next-Gen-Konsole, da hat Microsoft jetzt vorgelegt und ihre gezeigt, schaut optisch anders aus als das, was man gewohnt ist und was man kennt, hat auch schon logischerweise deshalb einiges an Häme einbüßen oder eingenommen, aber das ist ja heutzutage immer so, wenn ein neues Produkt kommt, gibt's immer irgendwelche lustige und unschöne und spezielle und doofe, Vergleiche. Ich bin gespannt auf das Teil und freue mich auf Dezember 2020. Das geht ja noch klein wenig ein bisschen. Das war's mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Euch einen schönen Tag, viel Erfolg, einen guten Start in diese neue Woche und ich freue mich, euch in den nächsten Tagen wieder mit Neuigkeiten zu versorgen. In dem Sinne, bis bald, euer Pogipsi. Tschüss! Hört mehr Geek Talk!